Herzlich willkommen, mein Name ist Elisabeth Motsch. Ich bin Stil- und Image-Expertin und unterstütze Menschen dabei, professionell im Job zu wirken und authentisch zu sein in ihrer Business-Garderobe. Heute ist mein Interviewgast Greta Silva. Ich freue mich riesig, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Erstens einmal stalke ich sie schon seit längerer Zeit. Warum? Weil ich mit März, wie der Coronavirus ausgebrochen ist, meine Haare oder meine gefärbten Haare rauswachsen gelassen habe. Und für sie, oder ich bin immer wieder auf die Seite von Greta gegangen, sie ist mir auf Instagram aufgefallen und habe mir gedacht, die sieht so cool aus, ja? Also das werde doch ich auch schaffen. Und das hat mich so inspiriert, Greta, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann geschaut, sie ist YouTuberin oder du bist YouTuberin, du bist in Unternehmen, um das Thema Best Ager unterzubringen. Du machst Podcasts, du bist Model, du hattest eine PR-Agentur. Also du hast ein sehr, sehr interessantes Leben geführt. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, was du genau machst und wie du deine Kunden unterstützt. Herzlichen Dank für diese liebevolle Anmoderation. Das ist ja toll. Und ich freue mich riesig, dass du dir die Haare hast auswachsen lassen, also das Grau hast auswachsen lassen. Das steht dir so cool. Das sieht so cool aus. Ich weiß zwar gar nicht, was du vorher für eine Haarfarbe hattest, aber dieses finde ich schon unglaublich klasse. Und ja, meine Botschaft ist wirklich einmal zu sagen, wie cool es ist, alt zu sein. Also ich bin 72 und habe das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Also ich kann plötzlich Sachen machen, die ich mir als junge Frau gar nicht zugetraut hätte. Und ich vermittle auch, wie viel Leichtigkeit wir selber in unser Leben bringen können, ganz egal in welchem Alter. Also da denke ich, ist so viel in unseren Händen, was wir manchmal gar nicht so ahnen, was wir alles machen können. Also was weiß ich, angstfrei zu leben, Verletzungen loszuwerden. Also dieses ganze Spektrum, was uns ausbremst, was uns ja so diese Freude am Leben nimmt, diese Leichtigkeit. Und das ist also meine Passion geworden. Ich habe ganz harmlos angefangen. Ich habe mit 66 einen YouTube-Kanal aufgemacht. Du hattest ihn ja gerade auch schon erwähnt. Und ja, also eine jugendliche Freundin hatte zu mir mal gesagt, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Ich glaube, das wissen die ja gar nicht. Du lebst das irgendwie anders. Und ja, wie soll ich denn das machen und so? Ja, mach doch mal einen YouTube-Kanal auf. Und ich hatte noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Also ich habe gesagt, ja klar, mach. Ich habe am nächsten Tag einen YouTube-Kanal aufgemacht. Das ist auch ganz einfach. Und da einen Film reinzustellen, war auch nicht so schwer. Aber gefunden zu werden, war für mich also wirklich so ein Halbjahresjob, 10 Stunden am Tag. Also das war wirklich zäh und ich habe Gott sei Dank nicht geahnt, wie lange das dauern wird. Ich habe immer gedacht, oh, da fehlt nur noch so ein kleiner Haken irgendwo oder so und dann geht's los. Und bin heute extremst dankbar, dass ich diese Ausdauer hatte. Ne? Und ja, mittlerweile ist Podcast dazu gekommen und ja, ich bin Speaker, ich schreibe Kolumnen, ich bin schon zweimal Spiegel-Bestseller-Autorin. Ja, also, genau. Wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Also die sind ja schon in der ersten Woche auf der Spiegel-Bestseller-Liste gewesen. Ich meine, ich bin ja nicht zum Mond geflogen und ich habe auch kein Herz transplantiert. Also ich bin tiefst dankbar, dass diese Botschaft offensichtlich so gebraucht wurde da draußen und was ich da so zurückbekomme, auch auf meinem YouTube-Kanal in den Kommentaren, so 3 Millionen Klicks, also das ist für mich immer noch alles so unvorstellbar, wie Menschen dadurch so ihr Leben verändern können oder ihr Leben liebevoller sehen, was passiert ist auch in der Vergangenheit und so etwas alles und das ist so sinnstiftend. Das ist für mich so, dass ich das machen darf. Das macht mich unglaublich glücklich und froh. Und als dieser Presserummel war, beim ersten Buch schon, da hörte ein Kamerateam aus Südamerika davon, kam nach Hamburg, wie ich am Anfang gar nicht wusste, mit einem Auftrag. Das haben sie mir erst dann erzählt, als sie hier waren. Dieser Film steht heute, also die haben ein Porträt über mich gedreht, das war ein Tag Dreharbeit. Und dieser Film steht heute auf der UNO-Plattform als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das ist für mich, wow, das denke ich mal, das kann doch nicht wahr sein. Da ist also, natürlich steht dieser Film auf meiner Webseite, ne? Aber da ist wirklich vorne das UNO-Emblem drin und der Bundesadler. Also
dass sowas möglich ist aus einem so ganz normalen Leben heraus. Ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter, ne? Also ich, du merkst, du musst mich stoppen. Ne? Ich rede ohne Pause so, dass sowas möglich ist, dass sowas mit Begeisterung zu machen ist. Ich habe Abitur und sonst gar nichts. Und wie du schon sagtest, ich hatte meine eigene PR-Agentur. Ich durfte bis hin zu Hotels, 4-Sterne-Hotels einrichten und ich habe Kongresse organisiert und so etwas. Also dieses Machen, diesen ersten Schritt tun. Und das ist auch das, was ich heute so sehr begreife und auch gerne vermitteln möchte. Erst indem man sich bewegt, machen sich Türen auf. Und klar kenne ich das auch in mir, dass man denkt, ah nee, das möchte ich noch perfekter können, das möchte ich noch perfekter können und das. Und dreht sich da permanent in der Schleife, bevor man diesen ersten Schritt macht. Und dann stelle ich gerne die Frage, was wäre denn so in 2 Jahren oder so dein erster Schritt, den du machen würdest? Und könntest du den heute auch schon machen? Und dann kriege ich ganz oft die Antwort, ja, den ersten Schritt, den kann ich schon machen. Ich sage, ja, mach mal. Und dann guck mal, was sich daraus ergibt. Also das ist so ein bisschen wie beim Fußballspieler. Ne? Wenn der den Ball auf dem Fuß hat, dann rennt der los. Der guckt auch nicht, wo sind die Lücken oder wo werden die sich gleich auftun, sondern es entsteht im Tun, im Machen, im Losrennen. Da entsteht eine Kraft, da entsteht eine Öffnung. Du wirst ganz anders davon erzählen, wenn du da on fire bist und was Neues machen willst. Und dann kennt der eine diesen und jenen und der könnte dir da helfen und da helfen. Also da, glaube ich, kann ich ganz viel Mut machen, Neues zu wagen. Aber jetzt höre ich erstmal auf damit. Es ist so spannend, Greta, dir zuzuhören, weil eigentlich magst du jeder Generation Mut. Es geht nicht nur um die Best Ager, sondern Nein. es geht um, wir sind ja jetzt momentan in einer Zeit, wo ja vieles in Frage gestellt wird. Und ja. die Menschen einfach Freiheit leben wollen. Das sehe ich auch mit den Dresscodes. Ja? Die wollen sich nicht mehr reinzwängen in namenlose Outfits, ja? wo sie sich nicht wohlfühlen. Ja? Sie wollen wahrgenommen werden, natürlich. Ja? Und es ist aber teilweise sehr schwierig, weil ich glaube, du beschäftigst dich natürlich auch sehr mit Glaubenssätzen. Ja? Oh ja. Die Glaubenssätze hindern uns ja dran. Ist richtig. Gibt es da deines Erachtens nach einen Unterschied zwischen Männern und Frauen oder wie nimmst du das wahr? Also ich weiß vielleicht zu wenig, um da ein Pauschalurteil mir erlauben zu können, aber aus meiner kleinen Sicht und Erfahrung würde ich sagen, die haben nur andere Bereiche. Wo sie ihre Glaubenssätze haben. Ne? Also jetzt mache ich mal was ganz Flaches. Ne? Wenn ich das Motorrad fahre oder wenn ich das Auto fahre, dann habe ich Ansehen, dann liegen mir die tollsten Frauen zu Füßen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das könnte so ein männlicher Glaubenssatz zum Beispiel sein, aber ich möchte den auch nicht jetzt hier nur solche Oberflächlichkeit zumuten, sondern nur damit deutlich machen, wir haben unterschiedliche Glaubenssätze. Ja. Ne? Also und ich glaube, die haben sich auch gewandelt, wenn ich das richtig mitbekomme. Also früher war alles, was Körperpflege anbelangte, wenn ich das unter dem Großbegriff sagen kann, eigentlich mehr weiblich orientiert. Und mittlerweile, glaube ich, werden die Regale in den Geschäften, wo männliche Körperpflegeprodukte angeboten werden, immer größer. So zum Beispiel, also auch die haben da einen Wandel erfahren oder Modetrends, denen sie folgen wollen, ob das mit Haaren auf der Brust zusammenhängt oder so etwas, was mal als männlich galt und dann als, oh Gott, nein. Und also ich glaube, wir unterliegen alle diesen Glaubenssätzen und ich ja auch. Und also da, wo ich mir am ehesten auf die Schliche komme, ist dann, wenn ich sage, ja, aber das stimmt ja auch. Also mein Beispiel, man hat mir schon ganz früh als Kind vermittelt, dass meine Handschrift ganz schlimm ist. Okay. Und mein Vater glaubte, das mit Kalligrafieunterricht so ein bisschen aufpeppen zu können oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwas verändert hat, kann ich nicht sagen. Also ich war
viele Jahre meines Lebens der Meinung, ich sollte mal lieber nicht öffentlich schreiben. Also das sollte man besser keiner sehen. Nun habe ich auch noch einen Mann gehabt, der eine ganz wunderbare Handschrift hatte, der dann so, damit wollte der mich nicht verletzen, aber so liebevoll flapsig dachte, na komm mal her, die Tischkarten schreibe ich, das kann ja sonst keiner lesen. Ne, so, gar nicht in einem bösen Unterton ja, ja, ja. oder so, wo ich immer so. Dann gab es ja noch bei mir, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, Gästebücher, wo man was reinschrieb, ja. wenn man da eingeladen war. Und ich habe da die tollsten Tricks gehabt, wie ich sage, ja, ja, mache ich später, hier hast du schon mal und so. Und dann hoffte ich immer, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Und war immer der Meinung, ja, es stimmt ja auch. Du hast ja auch eine schreckliche Hand. Es stimmt ja auch. Ne? Und wenn du da draußen das dir sagst, dann bitte guck zweimal, denn das wird ein Glaubenssatz sein. Und heute schreibe ich ganze, die erste Seite voll beim Signieren. Ich schreibe da nicht nur meinen Namen rein nach einer Lesung, sondern ich schreibe da immer noch Sätze rein. Und ich habe tatsächlich auch schon da jemanden gehabt, der gesagt hat, meine Güte, du hast ja eine schöne Handschrift. Und der kannte meine Geschichte nicht, wo ich dachte, das glaubt jetzt keiner. Das glaubt ja jetzt keiner. Es ist mir mehr egal geworden. Ich habe dann irgendwann gemerkt, wie mich das einschränkt, wie mich das behindert und habe es aus dem Grunde sozusagen per Verstand überwunden. War aber immer noch der Meinung, naja, toll ist das nicht, aber es kommt ja mehr auf den Inhalt an. Also solche kleinen Hilfswege habe ich mir da gesucht. Und was immer du meinst, vielleicht nicht zu können oder nicht so gut zu können oder so, da draußen, wenn du dir das anhörst, dann guck da noch mal ein zweites Mal. Das ist ein Glaubenssatz. Und den absolut schrägsten Glaubenssatz, den ich je gehört habe und wo ich weiß, da habe ich eine Nacht dran gesessen und habe gesagt, das kann kein Glaubenssatz sein. Das kann doch kein Glaubenssatz sein. Das war, ich habe keine Zeit. Okay. Ich habe doch wirklich keine Zeit. Bis ich begriff, wir haben 24 Stunden. Wir haben 24 Stunden. Auch das ist ein Glaubenssatz. Und du fühlst dich so viel besser, wenn du das nicht denkst. Wir sind manchmal in Hetze und das, was mir hier vielleicht jetzt im Stau oder so etwas an Zeit genommen wird, wird mir in einem anderen Termin fehlen. Aber nichts verbessere ich, wenn ich, während ich im Stau stehe, hektisch werde oder ärgerlich oder da in mir irgendwas hochkommen lasse. Verändern kann ich nichts. Auch das, also das war, glaube ich, zum Thema Glaubenssatz für mich der allerschwierigste, schrägste, wo ich lange dran geknackt habe. Ja, also Glaubenssätze sind lebensbestimmend. Wenn ich jetzt meine Kunden oder Kundinnen so anschaue, bleiben wir beim Thema Glaubenssätze, kommt oft dieses Thema auf, ich habe kein Händchen für Stil, meine Mutter hat schon gesagt, du kannst dich nicht anziehen. Mhm. Ich sage immer, es braucht nur ein System, ich brauche ein Konzept, damit ich weiß, wie das Konzept funktioniert. Das ist wie beim Einrichten, du bist der Profi im Einrichten, du brauchst sozusagen eine Information. Was rätst du Frauen und Männern, die den Glaubenssatz haben, ich habe keinen Stil, ich kann mich nicht anziehen, weil ich auch beobachte, und da hätte ich gerne deine Meinung dazu gehört, ich beobachte, dieser Glaubenssatz, wenn ich mir den vorsage, der muss sich ja erfüllen. Ja, das ist bei allen Glaubenssätzen so. Es genau. Ist und das unterstreicht auch die Hirnforschung, wenn ich das nochmal kurz vorher da reinschieben darf. Wir kennen diese Sätze schon. Damals Henry Ford hat gesagt, egal was du glaubst, du wirst Recht behalten. Und die Hirnforschung kann das heute messen und ich glaube fotografieren oder irgendwie sowas Komisches. Das besagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Genau. Und das mal auf das ganze Leben bezogen. Wenn du denkst, das Alter ist fürchterlich oder so, wird dein Gehirn alles tun, damit du Recht behältst. Das heißt, deine Handlungen werden so sein, dass du das bestätigst. Und jetzt zurück zu diesem Stil, zu diesem, was steht mir und was nicht. Also erstmal finde ich es nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Ich werde zwar immer als sehr modisch und modisch stabil empfunden, das bin ich aber gar nicht. Also abgesehen davon gehe ich auch nicht gerne shoppen. Das kommt hinzu.
aber ich akzeptiere, dass ich gewisse Sachen nicht sofort sehen kann. Anderes Beispiel, wo man es vielleicht leichter erkennen kann, ich bin in meiner Familie umzingelt von ganz tollen Fotografen. Die haben ein Auge, da sehe ich hinterher ein schönes Foto. Aber wenn ich es selber versuchen wollte, oder habe ich ja auch durchaus, dann kann man froh sein, wenn ich nicht die Füße abschneide. Ich kann toll dokumentieren, wer auf der Party da war, wie die Stimmung war, dass da gelacht wurde und so. Das kann ich einfangen. Aber hier Vordergrund und Spannung in ein Bild reinzubringen oder so, das sehe ich vorher nicht. Und irgendwann habe ich das mal so für mich akzeptiert und habe dann aber die anderen machen lassen. Und so sich da Hilfe zu holen, zum Beispiel auch durch dich oder auch vielleicht die Freundin fragen oder so. Oder mal in Zeitungen zu gucken, welcher Stil spricht mich denn an? Und das dann mal auszuprobieren. Also ich weiß noch, ich war in Bayern und habe die Frauen in ihren Dirndeln so schön gefunden. Und dann bin ich da mal in so ein Geschäft gegangen und heimlich in der Umkleidekabine habe ich dann mal so eins angezogen und habe mich aber verkleidet gefühlt. Und sowas auszuprobieren und nicht nur bei seinem bisherigen zu bleiben, sondern mal zu gucken, was macht das mit mir? Also beim Thema Lederjacke, das war auf einem Flohmarkt eine Freundin meiner Tochter, die da einen Stand hatte und sagt zu mir, Greta, du musst die Jacke anziehen. Ich sage, pass, ne? Ist doch nichts so meins. Ja. Zieh das an. Und jetzt hatte sie gar keinen großen Spiegel, aber da war so eine große Glasscheibe von einem Schaufenster. Und darin konnte ich mich sehen und denke, hey, was ist das denn für ein Typ? Also ausprobieren. Mal machen. Mal zu gucken, denn Kleidung macht was mit einem. Es verändert mich. Also ganz simpel, was bestimmt auch schon jeder erlebt hat. Also was weiß ich, ich habe eine dicke Erkältung und gehe auch gleich freiwillig ins Bett, weil das bei mir das immer das beste Hilfsmittel ist. Und wenn ich dann, was weiß ich, nach einem Tag oder zwei unter die Dusche gehe, mir die Haare wasche und mich schick anziehe, bin ich mehr gesund, fühle ich mich mehr gesund, muss ich wohl sagen. Ich auch. Als wenn ich da weiter im Bademantel durch die Gegend schlurren würde. Also da zu merken, Kleidung macht was mit mir. Und dann auch mal diesen Spruch, der ist sicherlich zu diskutieren, das weiß ich wohl, fake it till you make it. Also wenn du dich gar nicht so toll fühlst, aber sagst, ich muss heute irgendwo präsentieren oder ich möchte mich anders fühlen, dann zieh dich schick an. Ja. Dann, was weiß ich, schwing dich toll und mach da etwas mit dir. Und dann wird das auch dein Inneres bestimmen. Also das ist tatsächlich etwas, wo wir das auch nutzen können. Also man geht anders, wenn du High Heels anhast, hast du eine andere Körperspannung und sich da so ein bisschen mehr kennenzulernen und zu gucken, was ist denn da alles möglich und wie kann ich mir da selber raushelfen? Das sind ja manchmal so Abwärtsspiralen oder eben auch Aufwärtsspiralen, ne? Und das dann zu nutzen, um dann da wieder rauszukommen, das finde ich schon toll. Ich beobachte, ich unterschreibe alles, was du sagst, weil ich genauso bin. Und wenn ich jetzt manches Mal zu Hause nicht geschminkt bin, weil ich auf der Terrasse sitze und die Sonne genießen möchte. Und ich bin nächsten Tag wieder geschminkt. Ich merke, ich schlüpfe in eine ganz andere Haut und es erhöht mir meinen Wert. Es geht mir gar nicht, den Wert bei den anderen zu erhöhen, sondern meinen Wert, dass ich mich einfach das fühle. Genau. Was mich aber interessiert ist, ich erlebe sehr oft Frauen, die bei mir im Coaching sind und bei Männern ist es eher nicht so, weil die Fehlerquellen in der Kleidung bei Männern ja viel geringer sind. Ist meistens Passform, aber stilistisch sind sie einfach nicht so. Ganz wichtig. Genau. Stilistisch sind sie jetzt nicht so schwierig zu handhaben wie eine Frau. Sie erzählen mir dann im Coaching, dieses Outfit haben sie gekauft, aber sie war nicht überzeugt. Ja. Ich habe dann gefragt, warum sie es trotzdem gekauft haben. Ja, weil die Verkäuferin
der Verkäufer gesagt hat, es steht mir so gut, weil die Freundin gesagt hat. Was hast du für einen Tipp? Ja, weil ich sage immer zu denen, sie müssen sich wohlfühlen. Und wenn sie sich nicht wohlfühlen, ja, lassen sie sich nicht überreden. Sie tragen das Outfit nicht. Und wir sind heute in einer Zeit, erstens einmal Ressourcen, ja, unnötig Geld auszugeben und ja, etwas im Schrank zu haben, wo ich keine Freude habe. Also ich brauche Freude, wenn ich den Kleiderschrank aufmache. Ja, ich brauche Freude. Und was würdest du für einen Tipp geben, wenn jetzt eine Frau jetzt im Begriff ist, sich überreden zu lassen? Was kann sie machen, dass sie wieder zu sich zurückkommt und Nein sagen lernt? Eine Fliege ist da bei mir. Also ich kenne das auch. Ich habe mich auch schon überreden lassen. Ich auch. Und bei einer Sache auch zweimal hintereinander mit einem und dem gleichen orangefarbenen, ich sehe das noch vor mir, Pullover, wo ich sagte, nee, also geht nicht, zieh das jetzt an und hier, und das passt super zu dem Rock oder was weiß ich hier, und das waren bei Shootings, ja, wie auch immer, wer da alles so mitzureden hat und so. Und ich kann das erstmal ausblenden, ich sehe mich ja nicht dann, wenn ich vor der Kamera stehe, und kann trotzdem so performen, als wäre ich ganz glücklich mit mir. Und trotzdem sieht man das hinterher. Mhm. Also da passiert eine Menge mit einem. Also die anderen, glaube ich, das habe ich da nicht so zur Sprache gebracht. So nach dem Motto, siehste, der Pullover sieht doch bescheuert aus an mir oder so. Ja, was kann man da machen, sich nicht überreden zu lassen? Also ich weiß mittlerweile, das und das steht mir nicht, aber ich weiß noch nicht sehr gut, wenn ich etwas auf dem Bügel sehe, boah, das wird mir toll stehen. Das ist nicht immer bei mir gegeben. Ich muss tatsächlich mehreres anziehen, mhm, und kann aber bei vielen Sachen sagen, nee, das vergiss es. Also vom Farbton, vom Halsausschnitt, vom, also da gibt es bei mir so ein paar Kriterien, wo ich sofort sage, das wird nichts. Mhm. Und oder auch so, was ich durchaus an anderen mag, diese schönen, schlichten Kleider, sieht bei mir gleich aus, wie soll ich das mal sagen, ohne zu sehr ins Klischee zu rutschen. Ja, so Frau mit Perlenkette, ja, dieses so Artige, ich will das nicht. Also ich habe sowieso irgendwo ein recht seriöses an mir, was ausstrahlt, das will ich brechen. Ich will deutlich machen, ich bin mehr als eine zuverlässige, vertrauenswürdige Person. Ne? Also ich mag meine Bodenständigkeit ja durchaus. Ich erzähle auch immer, dass ich vom Bauernhof komme und so, dass das alles gegeben, aber was ich mit Kleidung zum Ausdruck bringe, ist das, was Menschen nicht vordergründig in mir vermuten. Sagen wir mal so. Ne, in dieser 72-jährigen Hausfrau mit drei Kindern, Marmelade kochen und sowas alles bin ich unglaublich gerne. Bin ich auch, lebe ich auch heute noch auch mit Enkelkindern und so. Das ist mir ganz kostbar. Aber es darf darüber hinaus auch noch mehr an mir wahrgenommen werden. Und das mache ich mit Kleidung. Und oder mit so einem Ring, ne? Also hier, das ist ja auch irgendwie so eine Aussage, die ich natürlich, diesen Ring trage ich nur vor der Kamera, ne? Weil der mir sonst viel zu sehr im Wege ist. Aber wenn ich da was transportieren will, dann hilft mir der Ring auch dabei. Also ich kenne ja viele Bilder von dir und ich finde, du präsentierst dich genial. Ich finde dich sehr authentisch. Ich liebe deine Brillen. Also besonders die Fensterglas, ne? Meine Brille hat Fensterglas, sie ist ein gestalterisches Element. Also das hätte ich, also ich bin ja noch groß geworden mit dem Wort Brillenschlange. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch. Ja, ich auch. Ja. Und da, wenn man mir damals gesagt hätte, das wirst du mal wie ein Schmuckstück tragen, hätte ich gesagt, ja. Ne, so. Genau. Und ich weiß nicht, ob das auch irgendwann nochmal mit Hörgeräten so ist, dass man da sagt, hey, wie steil ist das denn? Und ich trage jetzt mal ein Hörgerät, obwohl ich gar keins brauche oder irgendwie sowas.
das erscheint einem ja jetzt genauso fern und fremd wie damals zum Thema Brillenschlange, wenn man sagt, ja, du bist mal Brille als gestalterisches Element tragen. Also da, ja, zu experimentieren ist, glaube ich, so meins, was ich da sagen würde. Ne? Probier es aus und guck mal und geh mal. Ich meine, ich beobachte manchmal junge Menschen, die ganz viele Sonnenbrillen ausprobieren. Ne? Mhm. Wenn da so ein Ständer ist mit solchen Brillen da. Aber das kann man auch mit einer richtigen, normalen Brille machen. Also ich finde es wirklich, du hast ja viele Brillen. Ich würde sagen, zeigen wir es einmal unseren Zusehern, wenn wir beide mal die Brille runtergeben. Ja, genau, oder? Das sieht man ganz klar. Dass das. Also es ist mal ganz was anderes, uns zu sehen ohne Brille. Ja. Also wir fühlen uns wohler mit Brille. Eindeutig. Mhm. Ich habe eine 82-jährige Freundin, die ist ein cooler Typ wie du. Also ich hätte große Freude, dich mit ihr zusammenzubringen. Die trägt meinen Kleiderstil, die trägt verrückte Sachen und ich finde das so cool. Und wenn ich jetzt zu dir komme in die Beratung, ich möchte gern bei dir jetzt ein Coaching nehmen. Wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Es geht jetzt einmal um das Thema Selbstwert, weil es ist ein großes Thema, nicht nur Best Ager, oder? Oder was coachst du, wenn jetzt Einzelpersonen zu dir kommen? Also ich mache Mentoring und bin sonst mehr als Speaker auf der Bühne unterwegs, so Einzelcoaching, so, ja, das ist ja alles eine Begrifflichkeit, ne? Also ja. Mentoring läuft immer so ein bisschen länger bei mir und das ist ja fast ein 360-Grad-Ding, ne? Also zu allen Bereichen, viel beruflich, Neustart, ne? Was kann ich da machen, aber auch Versöhnung mit Familie ist auch ganz oft das Thema. Mhm. Ja, so das Leben irgendwie auf eine andere Spur zu bringen, das taucht da oft auf. Ne? Also man berichtet mir dann von Situationen im Leben, was da jetzt gerade ansteht, ob beruflich oder generell, man möchte wechseln, man möchte etwas anders machen oder die Partnerschaft ist gerade so und so. Und da mal zu gucken, was haben wir selber für eine Macht, deren wir uns gar nicht bewusst sind, etwas zu verändern. Wir gehen so oft in die Opferrolle und denken, ja, weil dies, das ist und so, ja. War ich genauso. Wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Und mit 30 begriff ich, hey, irgendwie haben die das nicht verstanden, dass ich denen netterweise die Verantwortung übertragen habe. Und die haben ganz im Gegenteil noch Ansprüche an mich, dass ich für deren Glück zuständig bin. Und da habe ich also erstmal aufgeräumt und habe selber die Verantwortung für mein Glück übernommen, aber was mir richtig schwer fiel, war, dass ich keinem mehr die Schuld für mein Unglück in die Schuhe schieben konnte. Das war richtig eine harte Nuss, das erinnere ich noch so sehr. Ja. Und wenn man das dann verstanden hat, dann ist das Freiheit, nicht mehr abhängig zu sein von irgendetwas, denn die Bewertung liegt immer bei mir. Und ich kann handeln und ich kann, ich muss manches gar nicht so dramatisch sehen. Also ich bin ja, ich habe irgendwie so einen Anteil in mir, der das auch manchmal so mathematisch aufbröseln kann. Also ich bin sehr gefühlsbetont unterwegs, aber habe auch noch so eine andere Seite. Und als meine Ehe so kriselte, da konnte ich mich wirklich hinsetzen und sagen, okay, also gehen wir mal von 100 oder meinetwegen auch von 1000 Teilchen aus. Mein Mann hat 1000 Teilchen, ich habe 1000 Teilchen. Und wie viele haben im Gegenüber einen Ansprechpartner, wo er verstanden wird und wo man sich austauschen kann und sich mitfreuen kann und so? Und wie viel sind denn tatsächlich hier, ohne dass da irgendwie eine Resonanz ist? Und dann habe ich da für mich also so sagen können, also 90 Teilchen schnurren hier vergnügt vor sich hin und 10 machen so viel Krawall, dass die anderen übertönen. Und das heißt, ich konnte das in mir anders werten. Oder auch in der Firma ist das manchmal so. Wenn ich dann frage, also der Chef ist ganz fürchterlich, bleiben wir bei dem Beispiel, wie oft siehst du den denn? Wie oft hat der Einfluss auf deinen Tag? Das ist gar nicht so oft. Das ist manchmal einmal im Monat. Und ich sage, ja, und dann lass uns doch mal da hinschauen, was sonst ist. Wie ist es denn da mit den Kollegen? Macht dir die Arbeit an sich Spaß? Was weiß ich, was du da
alles austüftelst oder mit Kunden in Kontakt bist, ist völlig egal. Ne? Also den Fokus zu verändern. Ich nenne das immer so, die Blickrichtung ein klein wenig zu verändern. Und dadurch entsteht ein ganz neues Lebensgefühl. Und also das ist so meine Stärke, so da das mal zu entwirren. Weil wenn man selber da im Schlamassel hängt, dann ist das schwer, das zu erkennen und auseinander zu fisseln. Aber wenn ich dann da mal so von oben drauf gucke und sage, okay, schreib das mal auf, erklär mir das mal, das ist ja auch schon mal so das Erste, dass man da eine Struktur reinbringen muss. Man kann ja nicht so sehr mit den kleinteiligen Sachen dann bei mir landen, sondern ich möchte dann immer so ein großes Ganzes mal geschildert haben, damit ich da überhaupt mal reinkomme erst. Und das hilft selber schon mal, da eine Klarheit zu finden. Und ja, also es ist so ein Lenken, ein Leiten und vieles kommt ja aus einem dann selber. Es ist nicht so, dass ich dann sage, mach dieses so und mach jenes so, sondern ich zeige Möglichkeiten und da drin ist die Antwort, oh ja, das habe ich vorher gar nicht gesehen, das würde ich gerne mal ausprobieren oder so. Dass man auch lernt, wieder da drin reinzuhören und dass man da Mitspracherecht hat, ne? Also und nicht funktionieren muss einfach oder so. Also da lässt sich ganz viel Schönes zaubern. Mhm. Und du, wir sind ja beide als Keynote-Speaker bei Gedankentanken auch gewesen. Wir sind beide auf der Bühne. Du rockst sozusagen die Freude. Also ich habe mir Videos von dir angesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, alleine, dass du bist, ja, macht schon Freude. Und ich glaube auch, dass es in der heutigen Zeit Menschen wie dich braucht, die zeigen, dass es möglich ist, egal von wo ich herkomme. Ich komme auch von einem Bauernhof, Greta. Ja? Oh, wie schön. Es gibt auch keine bessere Kindheit in meinen Augen. Ja, ich komme auch von einem Bauernhof. Und gerade gestern hat meine Mama zu mir gesagt, du hattest aber schon eine schöne Kindheit, Elisabeth, oder? Und dann habe ich gesagt, weißt Mama, ich war halt anders wie du. Ich hätte mir viele Dinge gewünscht, die nicht auf deinem Fokus gestanden sind. Aber deswegen, und das habe ich ja auch bestätigt, sage ich, deswegen hatte ich trotzdem eine gute Kindheit, weil es mich geformt hat. Ja? Mhm. Und es ist alles gut, sage ich Mama. Es ist so, wie es war, ist es gut. Ja, und wunderbar. Du hast dein Bestes gegeben. Und ich glaube, wir sind in einer Generation, ist egal jetzt, ob 20-Jährige, 50-Jährige oder 70-Jährige, ja, wo wir jeder lernen darf, in die Freude zu kommen. Und ich wohne am Waldrand. Ich habe nur einen Nachbarn, das ist ein Landwirt. Ich gehe jeden Tag in den Wald. Und ich lerne jetzt seit Corona in der Früh und am Abend, ich lerne in den Wald zu gehen und Freude zu haben. Und ich glaube, die Freude ist uns abhanden gekommen. Ja, und das darf ja nicht sein. Das ist ja unser Leben. Nein. Und es ist auf Corona gekommen, meines Erachtens nach. Also deswegen, das ist jetzt eine Auslegungssache, ja. Aber ich empfinde Corona nicht als Strafe, sondern eher als Chance hinzuschauen. Und ich war selten so entspannt über Monate. Also. Ja, also ich habe schon Hochachtung davor, was manche eben, was weiß ich, durch Jobverlust oder natürlich auch durch Krankheit oder Krankheit im nahen Umfeld und so weiter durchleiden. Ganz ohne Frage. Ja. Aber für mich wäre es unglaublich wichtig, dass wir die Chancen sehen, die Corona bietet. Denn endlich begreifen wir, dass Beziehung wichtig ist und dass es das ist, was uns glücklich macht und nicht der, was weiß ich, das tolle Auto vor der Tür oder die Karriere, der man noch so nachhechtet und so. Und was mich auch freut, und das wird bei euch genauso sein, dass man in Firmen, die vorher gesagt haben, nee, Homeoffice geht nicht, plötzlich gelernt hat, es geht doch. Und dass ganz viele Firmen bei uns, so bekomme ich mit in meinem kleinen Ausschnitt, jetzt auch Homeoffice für einige Tage sogar festschreiben, nicht nur auf Anfrage mal oder so, sondern, was weiß ich, 2 Tage Homeoffice, 3 Tage Homeoffice, sind jetzt
die Regel. Und wenn man sich da mal vorstellt, also was das einmal schon für den Hamburger Stadtverkehr bedeutet, denn hier gibt es immer Staus sonst, aber auch für das Klima und so etwas. Und dann hat man gelernt, dass man nicht aus allen Ecken Europas oder der Welt anfliegen muss zu einem Meeting, sondern dass es auch anders geht auf, ja, auf dieser Basis, wie wir es ja jetzt auch gerade machen oder so. Also, und dass man einmal, ich habe das Gefühl, ich fliege ja so gerne im Kettenkarussell oder so. Dann gibt es da manchmal so einen Moment, wo man fast mit seinem Popo aus dem Sitz so ein bisschen rausfliegt. Also so sind wir gerade mal aus eingefahrenen Bahnen so ein, ja, bisschen so raus, sodass wir überlegen können, hey, will ich dahin wieder zurück oder will ich vielleicht mal in eine andere Bahn? So dieses, also, ups, was ist hier jetzt gerade so passiert? Nur so, wenn so der Magen so mit nach oben fliegt, das meine ich, ne? Und ja, das ist ein Stück weit, oder könnte auch Corona sein, wo man sagt, will ich weiter in diesem Hamsterrad laufen oder baue ich mir was anderes nebenbei auf? Und da bin ich eben auch sehr behilflich, weil ich ja dieses Metier doch jetzt meine, schon sehr gut zu kennen in diesen 6 Jahren, was man da alles machen kann. Und für mich ist Internet Freiheit, ne? Also ich weiß, dass ja viele in meinem Alter das so ein bisschen als Gefahrenraum sehen. Ja, ist sicherlich auch. Es war auch damals der Grund, wieso ich mir einen Künstlername angelegt habe, der aber heute schon in meinem Perso steht. Also ich kann damit fliegen und Bankgeschäfte, ja, okay, machen. Ja, also, aber dass ich dachte, ach nee, also mit dem richtigen Namen da jetzt im Internet, das macht man nicht. Also, aber da, die Möglichkeiten haben wir ja alle. Ja. Ne? Das ist alles völlig legitim und ich kann da nur Mut machen, ne? Wenn man jetzt sagt, auch mal so was Kleines, anderes nebenbei, mal so die Träume zu verwirklichen, wo ich ja immer sage, dafür ist eben auch das Alter da, denn von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Also da zu verstehen, dass man da nochmal so ein tolles Lebenspaket bekommt. Ne? Aber auch in jungen Jahren, dass man sagt, oh Mensch, ich wollte immer mal, was weiß ich, einen kleinen Hundesalon aufmachen oder irgendwie sowas. Ich bin so ein Hundeflüsterer oder was weiß ich, ich kann so gut kochen und ich auch so ein bisschen irgendwie ein kleines Restaurantchen oder so. Dann sage ich, okay, dann sag doch mal bei deinem Friseur, bei mir gibt es freitags immer Lasagne, soll ich mal 4 Portionen vorbeibringen? Klein anfangen. Einfach mal so gucken, ne? So, was da alles so mal wach werden will und diesen inneren Kritiker, bei mir sitzt der immer auf der Schulter, mal zu sagen, halt mal die Klappe. Ne? Also den mal mit Paketknebelband habe ich dem Schnabel zugebunden, der immer sagt, ja, aber wenn das denn größer wird, dann brauchst du auch Buchführung und ich weiß nicht, ob du das kannst und sowas. Anfang. Ist wirklich mein Tipp. Und denn was hast du zu verlieren daraus? Ja. Nix. Aber dazu braucht es natürlich auch Mut. Und was ich jetzt auch beobachte. Darf ich da reingrätschen? Ja. Bei dem Mut reingrätschen. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Mut. Mut definiere ich nämlich, dann nimmst du die Angst unter den Arm in Würgegriff und machst es trotzdem. Und das habe ich gar nicht so, sondern mich hat Begeisterungsfähigkeit gezogen. Dass ich denke, oh, wie wirst du dich fühlen, wenn du das ausprobierst, wenn du das machst. Also Neugier auf das Leben und Begeisterungsfähigkeit. Also ich glaube, eins von diesen dreien zu haben, reicht aus. Also entweder mutig, klar, ist auch eine ganz tolle Kraft, aber Begeisterungsfähigkeit und Neugier auf das Leben. Reicht aus, um es auszuprobieren, um den Weg zu gehen. Also, entschuldige, du hattest... Nein, unterbrochen. Das war so ein schönes Stichwort mit dem Mut, da bin ich reingegangen. Eine sehr wunderbare Erklärung, weil es eigentlich logisch ist, wie du es erklärst, du zwängst das ein, trägst das mit dir mit und fühlst dich eigentlich gar nicht wohl. Und diese Begeisterung, ich habe jetzt sehr viele Coachings, also bei mir geht das Geschäft sehr gut. Gratulation. Danke, ich habe so das Gefühl, die Leute wollen nicht mehr so viel Kleidung im Schrank, sie wollen zu sich kommen, sie wollen minimalistischer werden, sie wollen ich sein. Und ich war vor 14 Tagen mit einer Dame in München shoppen und es war wirklich genial. Und wenn jemand, Greta, und das ist wirklich genial, wenn jemand es sich wert ist und den Entschluss fasst, ich ändere mich jetzt, dann flutscht auch der Einkaufstermin. Also das ist so ein schönes Stichwort, es sich wert zu sein. Ja. Gerade in meinem Alter kommt ja noch so eine seltsame Generosität dazu, oder wie wir es nennen wollen, ach, für mich reicht das noch.
Für mich reicht das noch. Aber auch bei jungen Leuten, der Job ist nicht so toll. Also ja, oh la la, aber ist schon okay. Hey, es ist unser Leben. Es ist unsere Ressource Leben. Also wir reden so viel über Nachhaltigkeit und ich wusste immer nie, wieso mein Film bei der UNO unter Nachhaltigkeit steht. Und da bin ich da mal auf die Suche gegangen und dachte, Nachhaltigkeit bedeutet ressourcenschonend und heute so zu leben, dass ich auch morgen noch gut leben kann und mein Umfeld gut leben kann und die nach mir auch. Und dann ist Leben eine Ressource. Die ist begrenzt. Und wie gehen wir damit um? Und wie feiern wir das? Ne? Klamotte oder was? Es darf eigentlich nur das Beste gut genug sein. Also da 100% zu nehmen, da möchte ich jedem Mut machen, das mal zu überdenken und zu sagen, will ich wirklich am Ende meiner Tage sagen, naja, das war da, war es so 60% und da war es so 80%, war schon okay. Hey, das darf nicht wahr sein. Es ist unsere Ressource Leben, die wir wirklich auskosten müssen. So wie wir mit einem Edelmetall sagen, naja, dann mischen wir da nochmal 20% Eisen und das Gold oder so, ist dann auch okay. Nee, die Vollversion Leben, wie du dein Auto bestellst mit allen Extras. So. Also wir sind auf einer Linie, Greta. Also ich finde es ganz spannend. Und diese Kundin, ich habe beobachtet, die hat sich tagelang auf den Tag gefreut. Ja. Die ist mit mir nach München gefahren. Greta, du kannst dir nicht vorstellen, in welcher positiven Spannung wir waren, beide. Es macht so Spaß, wenn es sich jemand wert ist. Und sie schrieb mir vorgestern ein Mail. Oh ja. Und schrieb darin, liebe Elisabeth, ich bin mit einem Outfit, das wir in München gekauft haben, bin ich nach Salzburg gegangen, in die Stadt. Mhm. Ich war mir sowas von bewusst, wie hübsch ich heute bin. Ich war so in meiner Kraft. Elisabeth, du hast aus mir einen anderen Menschen gemacht. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keinen anderen Menschen aus dir gemacht. Du hast etwas zugelassen. Bist es dir wert gewesen, weil ich kann mit jemandem, der sich nicht wert ist, nur gewisse Schritte gehen, mehr geht nicht, weil es der andere nicht zulässt. Genau, das Zulassen, das ist Zulassen. Hier der Knackpunkt. Ne? Du hast etwas sichtbar gemacht, was immer schon da war. Genau. Absolut, absolut. Und das sind meine schönen Momente. Ich habe einen Manager, bei dem war Kleidung nie wirklich wichtig. Der ist in einer Familie aufgewachsen, da hatte Kleidung keinen Wert, aber mit sehr vielen Werten. Er ist ein sehr wertvoller Mensch, den schätze ich sehr. Und dann hatte er einen Termin bei einem Lieferanten, er war Kunde, und er hat ihn dann so von oben nach unten angesehen und es hat ihm den Boden unter den Füßen weggerissen und er hat gesagt, jetzt muss ich etwas tun, weil ich merke, ich kleide nicht meinen Wert. Mit dem flog ich dann, das weißt du nicht, ich fliege immer mit Kunden nach Mailand, momentan geht das nicht. Oh, mein Gott. Ja, ich mache immer Shoppingbegleitung in Mailand und es ist wirklich ein großes Highlight, weil natürlich auch das Drumherum eine große Rolle spielt, wie man sich fühlt, italienischer Flair, Essen, Trinken, Cappuccino trinken zwischendurch und so, oder Espresso. Und er hat mir dann im Nachhinein erzählt, er ist ein anderer Mensch geworden. Ja. Er geht ganz anders, er hat eine andere Körperspannung, er geht ganz anders in Termine. Er weiß, man sieht seinen Wert. Mhm. Und das ist meine große Profession und das auch braucht es Menschen wie dich, die einfach so eine Hilfestellung leisten, die sagen, schau dir das an, befreie dich, ich habe es auch geschafft, du bist großes Vorbild. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 58 und ich gehe sehr offen mit meinem Alter um, wenn ich 72 bin, wenn ich 80 bin, bist du mein größtes Vorbild. Es ist so, also manchmal muss ich mich kneifen, ne, dass ich das sein darf. Ne? Also, aber das ist so zauberhaft, genauso wie es auch was mit dir macht, wenn du diese Rückmeldung bekommst, dass du das schaffst, dass Menschen sich endlich mal ihres Wertes bewusst sind. Mhm. Ne? Das ist ja phänomenal, wie manche Menschen da draußen rumlaufen und wirklich glauben,
ja, ich habe das auch nicht besser verdient und das, ja, genau. Ja, mein Leben ist schrecklich oder ist düster und ja, die hat gut reden und die ist bestimmt reich. Also mir wird ja auch alles Mögliche unterstellt und die ist auch nie krank gewesen oder die hat auch nichts Schlimmes erlebt oder so. Hey, man kommt im Leben an Krisen nicht vorbei. Sie gehören dazu. Wir gehen durch Niederlagen hindurch, wir meistern sie und wir lernen daraus. Also da muss ich auch nochmal den Fußballer zitieren. Ne? Wann geht der denn siegreich vom Platz? Doch nicht, wenn die Gegner alle zur Seite springen und der Torwart sagt, bitte sehr, hier ist dein Tor. Sondern wenn der sich da durchkämpft und drüber weg und an der Seite vorbei, dann sagt der Tschakka. Genau. Und so ist das mit unserem Leben auch. Wir gehen durch Niederlagen hindurch und sie machen uns stark. Und das ist auch das Fund von uns Älteren. Das ist ja wie ein Trampolin. Wir machen uns doch nicht mehr für Quatschkram verrückt. Wir wissen, was wir geleistet haben. Also wenn ich mache ich ehrenamtlich, gehe ich mit jungen Musikstudenten in Altersheime, wo die dann Konzerte geben sollen. Und ich erzähle ihnen, was sie da erwartet. Sag ich, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Dann rattert das da oben erstmal in den Köpfen und sagen, die kann doch nicht sein. Wir haben verloren, jedenfalls in Deutschland, bei euch mag das anders sein, Lebensleistung überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Auch ein 30-Jähriger, wenn der sich vergleicht mit der Person, die er mit 20 war, da ist schon so viel dazugekommen und das wird immer mehr. Wir haben ein unglaubliches Lebens-Know-how und sich da mal auch als älterer Mensch gerade hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe was geleistet. Ich habe Lebenserfahrung. Ich weiß, wie schmerzhaft dieses ist und dass das vorbeigeht und dass da, was auch immer das ist, das macht uns stark. Und das ist eine Kostbarkeit in uns. Und jeder Mensch ist so als Kostbarkeit auf die Welt gekommen und hat eine Würde in sich, die ihm keiner nehmen kann. Und also, ich muss aufhören, merke ich. Also ich komme immer zu leicht ins... Nein, aber ich finde es so spannend, weil ich ganz genauso denke wie du. Und ich treffe manchmal Menschen, die fühlen sich in meiner Gegenwart manches Mal klein. Sie haben so das Gefühl, ich mache Schubladen auf und bewerte sie und sie sind nicht gut genug. Und ich sehe manches Mal die Kleidung gar nicht bei den Menschen. Mhm. Weil ich viel tiefer schaue. Ich schaue in die Augen, ich sehe Verletzlichkeit, ich sehe Härte, ich sehe Sarkasmus, man sieht es ja in den Augen. Ich brauche nicht Kleidung. Aber Kleidung ist so etwas, da sind wir so verletzbar. Ja, wenn jemand sagt, es schaut nicht gut aus. Ich habe gestern in meiner Facebook-Gruppe gepostet, dass ich jetzt meine Haare, es ist nur noch ganz wenig da vom letzten Stück. Und ich habe ganz tolle Feedbacks bekommen und habe aber auch reingeschrieben, ich bin auch dankbar, wenn jemand sagt, es gefällt nicht. Darf er ja auch gerne. Und das ist auch vollkommen legitim. Und ich denke auch, wenn mich eine Freundin fragt, und da würde ich alle animieren dazu, wenn mich eine Freundin fragt, wie steht mir das oder wie passt mir das, ja, ehrlich zu antworten oder zu fragen, darf ich es ehrlich sagen oder sonst halte ich lieber den Mund? Ich finde das schwierig. Es ist ganz schwierig, weil ich möchte nicht lügen. Aber ich kenne eine Geschichte, da hat jemand gesagt, Elisabeth, was sagst du zur neuen Brille von ihr? Dann habe ich zu der Dame gesagt, willst du meine Meinung hören? Dann hat sie gesagt, nein. Und das habe ich gespürt. Weil sie Angst hatte, ich sage irgendetwas, und sie hat dann keine Freude mehr mit der Brille. Genau, und das denke ich, das sollte man sich auch immer vor Augen halten. Ja. Da ich eben auch nicht lügen möchte, finde ich dann etwas, dass ich sage, der Farbton ist toll und Passform oder irgendwas finde ich, was ich toll finde, was ich wirklich gut finde. Mhm. Aber also ich habe ein Beispiel vor Augen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen sehr labil sozusagen. Ich hatte mir ganz tolle blaue Lederhandschuhe etwas länger gekauft und die lagen hier in der Garderobe auf der Kommode bei mir und frage meinen Mann und sage, hast du schon meine neuen Handschuhe gesehen? Ich habe mir neue ganz tolle Lederhandschuhe gekauft. Ach, sagt er, ich habe geglaubt, das wären Gummihandschuhe. Ich habe die nicht mehr anziehen mögen.
Also das ist natürlich eine Schwäche von mir. Ich hätte da drüber stehen müssen oder so. Aber insofern denke ich immer, da draußen können noch mehr so empfindliche Wesen rumlaufen, wie ich das bin oder so. Ja, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja, also das nimmt mir doch schnell die Unbefangenheit, die ich für Garderobe brauche. Also ich habe nicht eine Idealfigur, was weiß ich, Größe 36 und dies und jenes oder so, sondern wenn ich weiß, also hier ist was zu eng oder da, so, dann fühlt sich das für mich nicht so schön an. Und so ist das auch, wenn mir jemand sagt, ja, aber was weiß ich, ein bisschen länger wäre doch vielleicht besser gewesen oder ein bisschen höher am Hals oder ein bisschen oder so. Leider macht das mehr mit mir, als mir lieb ist, sage ich mal so. Und deswegen mache ich solche Bemerkungen gar nicht, weil ich möchte dieser Person diese Freude daran erhalten. Also außerdem ist es meine Meinung, die anderen sehen das vielleicht gar nicht so, ne? Also nun bist du Fachfrau und dann möchten sie deinen fachmännischen Rat haben und das ist noch ganz was anderes. Aber ich bin ja hier so. Ja, aber es ist trotzdem schwierig, weil im Grunde möchten sie hören, dass sie gut aussehen. Und wenn ich jetzt in einem Coaching bin, ist das ganz was anderes. Aber ich werde oft in einer Runde gefragt, einmal hat mich ein Mann gefragt, was sagen Sie zum Outfit von meiner Frau? Never ever. Never ever. Erbarmung, ja. Never ever. Das ist, man ist so empfindsam. Ja. Und ich sag dann immer, wollen Sie was hören dazu? Wenn es gut ist, sage ich eh was dazu, aber es ist so was Kritisches und trotz allem, wenn man fragt, muss man auch damit rechnen, dass jemand eine ehrliche Antwort gibt. Ja, müsste man eigentlich, aber ich glaube, das ist sowas wie eine rhetorische Frage. Ja, und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig mit dem. Und für alle, die mich jetzt sehen und hören, für mich ist Kleidung etwas, wenn ich jemanden privat treffe, das ist nicht etwas, wo ich Schubladen aufmache und sage, ich mag dich, weil du gut angezogen bist, ich mag dich nicht, weil du nicht so gut angezogen bist, sondern mir geht es eigentlich um die Begegnung. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil jeder Mensch hat eine Würde. Und nur ganz kurz, ich habe heute in der Früh, ich bin schon um 6 Radfahren gegangen, habe ich eine Katze gesehen mit 3 Beinen. Ja. Und von der wurde mir schon erzählt, weil die Besitzer, die wurde angenäht, wollten sie einschläfern lassen. Und da wurde mir erzählt, es hat eine Dame in der Nachbarschaft, hat die dann aufgenommen, weil sie so eine süße Katze war. Und die lag so vor mir, also ich habe sie dann gelockt und sie ließ sich dann von mir streicheln. Und dann habe ich zu dieser Katze gesagt, Mei, bist du eine schöne Katze mit deinen 3 Beinen. Was hast du schon durchgemacht? Und bist trotzdem so schön. Ja? Ja. Also kommen mir direkt die Tränen, weil das war heute in der Früh für mich so eine schöne Begegnung. Die muss gespürt haben, dass ich sie mag. Ja, ja? Natürlich, klar, spürt die das. Mhm. Das war eine fremde Katze, zuerst war es ein bisschen scheu. Und ich denke auch, bei Menschen ist es das Gleiche oder ist es noch viel intensiver, dass man einfach sagt, hey, so wie du bist, ja, auch wenn jemand nicht adäquat gekleidet ist. Und das sehe ich oft im Vertrieb, da werden die Schubladen aufgemacht und ich sage immer, gebt den Leuten Chancen. Da sind Diamanten dahinter. Also einmal ist sicherlich Mode mein Leben lang ein Diktator gewesen. Mhm. Also dem modischen Bild da draußen zu entsprechen, also gewichtsmäßig und auf vielen anderen, war für mich oft ein Korsett. Und dem wollte ich also erstmal raus, dem wollte ich irgendwann entspringen und denke, nee, Leute. Ne, dann hatte ich mir irgendwas Tolles gekauft, was auch modisch war und dann war das irgendwann vorbei und war nicht mehr modern und dann merkte ich in mir, dass ich das dann auch gar nicht mehr so schön fand. Und dann dachte ich, hey, hallo, was machen die da draußen mit dir? Habe ich hier noch Mitspracherecht? Und so, ne? Also da dieses Wohlfühlen, diese Sympathie, ich meine, bei meiner Freundin, ich habe auch nicht diesen Modeblick, würde ich das gar nicht sehen, ob die da, sondern ich freue mich, die wiederzusehen. Genau. Und quatschen wir und sowas, das ist da das Wichtige. Also Mode da nicht zu erhöhen, aber zu wissen, dass sie ein Instrument ist, mit dem ich spielen kann, wo ich mir die Bestätigung holen kann, die ich da in dem Moment mal brauche oder so. Das gefällt mir. Aber
Ich habe auch das Gefühl, dass im Moment eigentlich alles erlaubt ist. Ne? Also sage ich mal, man sieht auch schon wieder Petticoat-Röcke und sowas alles da und ob Hosen als Skinny oder als White und Marlene Dietrich-Hosen, nenne ich die jetzt, weiß ich nicht, diese ganz gerade gestellt, es ist ja fast alles, jede Rocklänge, ne? Also es ist auch wieder mittlere Wade und diese Bleistiftröcke, die ich ja auch immer so gerne mochte und sowas alles. Also ich habe das Gefühl, im Moment ist also fast alles möglich. Aber in mir ist ein Ehrgeiz erwacht, mich nicht von draußen mehr so gängeln zu lassen. Aber ich merke dann, wenn dieser Trend fast vorbei ist, dass ich dann wieder anfange, ihn schön zu finden. Ne? Das ist ja... Ich habe es ja schon mal abgelegt als nicht so schön. Zum Beispiel Keilabsätze. Ne? Die kamen dann irgendwann mal wieder. Meine Tochter fing damit an und dachte ich auch, nö, so. Aber als ich die dann lange genug gesehen habe, waren sie mir dann plötzlich auch wieder ganz sympathisch. Ne? Genauso, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, aber es gibt es ja jetzt schon wieder, dass ich mir diese Schulterpolster, dass man ne, also da wieder schön gucken kann und so. Klar, ich kann auch nicht umhin mich von dem Trend da draußen mit berühren zu lassen. Aber in mir gibt es so einen kleinen Revoluzer, der sagt, komm, mach mal dein Ding und dann, wenn du schmale Schultern gut findest, dann können die da draußen ihre Breiten tragen. Also da bin ich so ein bisschen ambivalent. Und auch außen vor, auch ein bisschen, weil du brauchst es auch niemandem mehr beweisen. Nee. Ich bin ja in Unternehmen drinnen, ich achte natürlich auf die Professionalität, weil solange es dieses Schubladendenken gibt, ja, gebe ich den Leuten einfach das Handwerkszeug in die Hand. Ja, natürlich, ja klar. Nein, das ist ja auch was zur Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Und nicht, du musst deinen Kleiderschrank ändern, weil die Mode jetzt gerade anders ist. Genau, absolut. Was weiß ich, wie die Königin auf dem Olymp fühlst und auf dem Rathausmarkt damit tanzt. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Also, da absolut, diese Freiheit zu haben und diese Freiheit zu leben und sich dann von jemandem Unterstützung zu holen, der einfach ein anderes Auge hat und da fitter ist und sagt, Mensch, also ich breche zum Beispiel dieses vorhin schon mal erwähnte artige Kleid, was ich ja durchaus mag, indem ich da eine Lederjacke drüber ziehe. Ja. Ne? Aber wenn ich nur in dem artigen Kleid unterwegs bin, dann macht das auch was mit mir. Also obwohl ich ja nicht immer in den Spiegel gucke am Tag, aber so das Verhalten verändert sich schon so ein bisschen. Aber wenn ich so ein bisschen anders unterwegs bin, was weiß ich, so in Turnschuhen und Lederjacke oder diese Sachen, komme ich anders rüber, ja. Also ich könnte ja mit dir stundenlang ja, laufen. Aber ich glaube, wenn wir mal auf die Uhr gucken, ja, ne? Genau. Ja, wir sind wirklich auf einer Wellenlänge und ich fand es einfach so spannend, mit dir zu plaudern, weil ich glaube, viele, viele Dinge haben wir ähnlich erlebt und auch der Zugang, ich musste Stil auch erst lernen, möchte ich auch dazu sagen, ich hatte nicht das Händchen, ich hatte nur das Glück, eine sehr, sehr gute amerikanische Lehrerin zu haben. Ich mache Resonanztraining. Also es heißt, in Resonanz zu sein, ja, mit der Kleidung, mit dem Charakter. Das ist meine ganz große Fähigkeit, bei den Menschen zu schauen, was sind die Charakteranteile und die dann zu... Ja, natürlich, ja klar. Ja, weil zum Beispiel nur, dass du hörst, wenn ich so eine tiefe Stimme habe, kann ich kein Babyrosa tragen. Es passt irgendwie nicht zur Stimme, ja. Also ich schaue dahinter, also ich bin jetzt... Ich schaue einfach auch im Business-Kontext, was braucht es, wie kann ich mich stärken, wenn ich ein Meeting toll habe, was ist, wenn ich jetzt eine Botschaft bringen muss, meinem Betrieb, ja, wo mich alle sozusagen nicht mehr mögen nachher, was ziehe ich dann an, ja, dass ich einfach auch freundlicher rüberkomme. Also all diese Dinge mache ich. Und was mich noch interessiert, liebe Greta, wie kann man dich erreichen? Ja, Greta-Silver.de ist meine Webseite. Also ihr müsst nur meinen Namen googeln und dann. Ja, also wenn man deinen Namen googelt. Also ob im Podcast, der Podcast heißt Glücklich sein ist eine Entscheidung, aber da kommt ihr auch mit Greta Silver weiter und mein YouTube-Kanal. Hast du dein Buch? Hast du dein Buch bei dir? Ich habe natürlich ein Buch. Bitte. Also unbedingt kaufen und ich glaube auch, das ist für junge Leute auch lesenswert. Ich glaube, das ist nicht nur für Best Ager. Nein, das, also
Analytics auf Instagram und auf YouTube und überall zeigen wir ja, wie das Alter ist. Also ich habe angefangen, da war 45 bis 55, also die stärkste Gruppe, und sind unglaublich viele Junge dazu gekommen, die natürlich auch im Netz aktiver sind, ne? Also da liegt das auch ein Stück weit daran, glaube ich. Aber ja, man kann nicht früh genug anfangen, das Leben etwas leichter zu gestalten. Und zu genießen und Freude zu haben. Greta, ich kann dir ja nicht sagen, in welcher Vorfreude ich war, dass wir uns heute austauschen, dass du mir zur Verfügung stehst. Ja, und mich freut es ganz besonders, dass wir auch so eine Wellenlänge haben, dass wir einfach ähnlich ticken und dass wir die Würde des Menschen so wichtig finden. Und ich glaube, das ist auch für die Zukunft, ohne diese Würde und ohne diese Selbstliebe und diese Selbstachtung und diesen Wert, ja, wird es in Zukunft nicht mehr wirklich funktionieren, weil das ist das, was wir zu lernen haben momentan. Richtig. Das ist mein Zugang zu dem. Auf jeden Fall, ganz klar. Aber ich habe auch das Gefühl, wir könnten noch ellenlang darüber reden. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss und an dich da draußen. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Super. Tschüss. Das war ein super, super Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, liebe Zuseher. Es war ein fantastisches Interview mit Greta Silva. Ich bin begeistert und ich bin wirklich stolz drauf, dass wir... oder dass sie mir, die Greta, zum Interview gestanden ist. Und es war für mich schon so spannend und es wird für meine Zuseher oder für sie auch sehr spannend sein. Ich freue mich, wünsche eine gute Zeit und bis bald. Alles Gute. Tschüss und dir vielen Dank. Danke, Greta.